Wir müssen natürlich das Portal mitnehmen. Ja, mit dem Stuff. Und das hier auch abgerissen und mitgenommen. Und wir könnten jetzt die da unten clearen. Ich will aber eigentlich nichts wie weg hier. Und einfach nach da. Da hinten sehe ich auch Ruinen. Weiß nicht, ob wir uns da irgendwo verstecken können. Ich würde allerdings schon ganz gerne versuchen, jeden Feind, den wir vermeiden können, auch eben zu vermeiden. Zum Beispiel hier oben auf diesem Torbogen fühle ich mich recht safe. Und da können wir mal gucken. Da lang muss ich leider. Ja, wir könnten auf den Bogen und dann rüber. Das ist besser, ne? Das mache ich. Ja. So. Ausdauer aufladen. Und hinauf. Wow, 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 wow. So. Die kommen ja nicht hinterher, ne? Gut. So. Da sind eine Menge Feinde. Da schmeiße ich mal so ein Ding hin. Und stelle mich mitten rein. Oh, hier ist ein Spawner. Okay, tschüss. Aber die Dinger sollten die, glaube ich, ein wenig aufhalten. So. Nichts wie weg hier. Da ist eine Ruine, wo wir uns, glaube ich, drin verschanzen können. Ach nee, hier ist überall Lava. Ich fühle mich so unwohl. So. Da kommt der Rest. Den muss ich natürlich klären. So. Puh. Sehr gut. Hier würde ich am liebsten mir jetzt schon mal ein Safe-Portal machen. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, und hier ist überall Lava. Toll. Hier komme ich nicht weiter. Ich muss da lang. Hier ist die Musik schon wieder überlagert, ne? Ich hoffe, die fixen das mal. Das ist ein bisschen nervig. Finde ich. Oder soll das so sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Ehrlich gesagt. So. Da haben wir hier noch ein paar Pilzchen. Und Straußen fahren. So. Ich gehe mal hier auf den Stein. Hier ist überall Lava, verdammt. Ich überlege gerade, wenn wir irgendwo drauf jumpen und rüber sliden. Aber ich sehe keine Stelle, bei der ich mich das traue. Da drauf und hier rüber sliden, ne? Ja. Oh! Aha. Festung. Ja, doch da drauf und darüber. Das könnte klappen. Ich probier's. Oder ist das dumm? Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mir das mal von hier an, ob das machbar ist. Ja, aber das klappt. Das schaffe ich. Hui! Sehr gut. So, dann laufe ich hier in die Ruinen. Da kann ich mich immer gut verschanzen. Und dann kümmere ich mich erstmal um die, die mich jetzt verfolgen. Da mache ich mal hier so ein paar schöne Ranken hin. Weil die müssen hier nämlich immer alle vorbei, wenn die zu mir wollen. Da ist Energieschild. Also, ich dachte, er hat ihn zerstört. Hat er aber nicht. Der Morgen da, der kann auch mal herkommen. Der kriegt dann ebenfalls noch mal hier ein bisschen was ab. So. Ich hau mal ab hier. So. So. Oh, hier ist Lava. Vorsicht. Wow, oh nein! Ich bin genau dahin, wo er hingerollt ist. Das war gar nicht gut. Hui, 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 hui. Und ich zieh weg. Ja, doch, ich fühle mich hier unsicher. Ich hau ab. Damit ich die Kontrolle wieder erlange. So. Und wenn wir mich verfolgt, kriegt ein paar Ranken ab. Nein! Nicht schon wieder so viele Aspins. Oh, scheiße, sind das viele. Ah! Ey, come on. Come on! Also das ist ehrlich gesagt schon wieder ein Punkt, wo meine Motivation echt enorm in den Keller geht. Also das war doch gerade schon wieder so ein klassischer
dieses Übertreiben mit den Feinden. Ja, ein klassischer Ashlands-Moment. Finde ich ehrlich doof. Muss ich wirklich sagen. Das macht echt keinen Bock. Aber gut. Also, ich fülle hier mal kurz die Dinger wieder auf. Und ich spule das dann vor, ne? Weil, also jetzt, immer wenn ich sterbe und dann laufe ich dahin und bla, das ist hier nun wirklich nicht spannend für euch. Ich glaube, ich kann auch pennen gehen, ich weiß es nicht. Ja, also ich spule vor und würde sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und da nehme ich mal alles fürs Portal raus. 5, zack, verschiedenes Portal hingebaut. Und nehme den Rest auch noch raus, so viel wie geht. Alles nehmen und hindurch. So, dann schmeißen wir erstmal den Loot runter, den wir gefunden haben. Das. Dieses hier. So, dann ziehen wir uns die guten Klamotten wieder an. So. Und kann es sein, dass ich die schlechteren Stäbe genommen habe? Weil hier ist eine 4. Habe ich die Dreierstäbe... Bin ich die ganze Zeit mit den Dreierstäben rumgerannt? Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ich guck mal. Aber erstmal zurück durchs Reiseportal. Und da kam auch gerade ein Feind wieder auf uns zu. Dann nehme ich schon mal den Stab der Wildnis. So, da kommt er schon. Und da ist natürlich noch ein Feind. Natürlich. Na klar doch. So. Dann nehme ich hier den restlichen Stuff. Und der wird schön verprügelt von allen Seiten. Tschüss. So. Oh, die machen ja auch meine Sachen kaputt. Ja, nee, komm mal hierher. Und tschüss. So. Sehr gut. Ja, hab jetzt natürlich ein bisschen Angst. Aber hier... Ja, ich glaube, ich hatte die schlechteren Stäbe dabei. Die bringe ich noch mal eben weg, ne? Weil wenn wir jetzt sonst sterben, dann haben wir gar nichts. So. Mann, in dieser Aufnahme gehe ich so viel durch Portale. Das wird ja ein richtiger Spaß, das nachher alles zu cutten. Aber gut, hier den Einerhammer packe ich mal hier hin. So. Und dann bringe ich den restlichen Staub auch noch runter. Ach, wie spät ist es denn? Noch nicht mal Mittag. Das heißt, wir können auch ein bisschen weiterziehen. Aber erstmal den Loot weg. So. Und jetzt nochmal, wir haben eigentlich alles da, wir sind auch, ja, was ist mir gut ausgeruht, 16 Minuten ist noch okay, ne? Gut, so, dann gehen wir mal weiter und hoffen, dass nicht wieder 20.000 Feinde auf uns zukommen. Hier solche freien Flächen finde ich eigentlich immer am geilsten, weil da hat man den besten Überblick, ne? Und da, Alter, die Festung. Eigentlich, wenn ich mich jetzt davon wegbewege, ist dämlich, ne? Sollen wir uns die Festung zuerst vornehmen? Warte mal. Ich weiß, wie ich es mache. Ich stelle hier ein Portal hin. Ja, 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 so mache ich das. Moment, ich gehe noch mal kurz zurück. Muss ich ja nur noch mal cutten. Gut. So, weil... Dann lasse ich das Portal da stehen und mache ein neues. Ne? Das macht, glaube ich, viel, viel mehr Sinn. Also, hier hin. So. Dann nehmen wir hier mal 40 raus. Und bei den Augen 20. So. Und bei Feuer hiervon die Hälfte. So. Sehr gut. Und dann gehe ich mal nach oben. Wie nenne ich das denn mal? Ich nenne es einfach mal Festung. Festung 1. Mal hier hin. Keine Ahnung. Oh Mann. So. Festung 1. Nenne ich das mal. Und dann gehen wir zurück und nennen das auch Festung 1, ne? Ja. So. Das nenne ich erstmal X. Und dann nenne ich es Festung 1. So. Sehr gut. Und bevor der da das kaputt macht, bringe ich den nochmal eben um. So. Bam, bam, bam. Ja, es ist natürlich da leider stunned. Aber was soll's. Kriegt da mal ein bisschen Frost ab. Alle drei auf einmal. Oh Mann. Und da ist auch morgen natürlich. Ja. Auch den muss ich clearen, ne?
Und außerdem, wenn er alleine ist, ist er ja nicht annähernd so gefährlich, als wenn hier 20.000 Feinde sind. Sehr gut. Achso, ich dachte, sie haben ihn gestunt, aber sie haben ihn nur vergiftet. Wow, 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 hey! Schleuder mich mal nicht in die Lava. Energieschild. Ja, er ist vergiftet. Also stunt, meine ich. So. Der sollte gleich wieder zu sich kommen. Deswegen platziere ich hier schon mal ein paar neue. So. Und bam! Shit, daneben. Weil er seine Rolle macht. Ja, ich darf nicht zu nah dran sein, ne? Dann macht er immer seine Rolle. So soll's gehen. Und tschüss. So. Dann mit einem Loot. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das Portal steht da jetzt natürlich übelst frei, aber was soll's. Ich glaube, das passt schon. Immerhin haben wir jetzt einen Festungsspot. Ich mache außerdem, ich markiere das mal. Festung 1. Huch! Was habe ich denn da geschrieben? Festung 1. So. Und dann gehen wir weiter. In der Hoffnung... Ah, hier sind die alten Ashlands. Deswegen sieht es hier so aus. Und natürlich spawnen neue Feinde. Das war ja natürlich klar. Aber gut. Und laggedy-lag. Ich glaube aber, das ist ein gutes Zeichen. So. Der ist stunned. Dann kann ich ihm nochmal so eine Salve geben. Der wird schön verprügelt. Und bam! Sehr gut. Hätten wir die auch geklärt. Wie weit ist denn eigentlich noch? Na, ein Stück ist noch. Aber hier ist relativ frei, Gott sei Dank. Oh, nice. Oh oh, ich hoffe, dass da ist nicht... Ah ne, das ist Gott sei Dank außerhalb des Bereichs. Noch eine Festung! Noch eine Festung. Sehr gut. Du kommst mal her, bitte. Hm. Ich bin ganz ehrlich, da würde ich eigentlich erstmal die Festungen machen, ne? Hier ist eine Festung, da ist eine Festung. Und dann erst weiterziehen, glaube ich. So, dich mache ich platt. So, und dann mache ich dich platt. Energieschild natürlich zerstört. Dann dich. So. Energieschild sollte ich neu machen, ne? Warum haut er ab, weil er vergiftet ist? Wahrscheinlich, ne? Oh, da ist sogar ein Turm. Da können wir uns wieder verschanzen. Oh. Wo kommt der denn schon wieder her? Hat er das Ding gerade angegriffen? Ich dachte, die kann er nicht angreifen. Das ist ja gut zu wissen. So, drauf da! Bam! So. Hier, eine Wurzel, noch eine, dann natürlich zu den Wurzeln wieder zurücklaufen, damit die auch angreifen können. So. Nee, nee, hierher, schön hier rein. So, schön draufkloppen da. So. Und tschüss. Der mit deinem Loot. Und da. Flammkernerz hier? Okay. Ja, da kann ich das ja jetzt nicht zurücklassen. Da muss ich das ja abbauen. Na gut. Komm. Nahrung, ne? Mhm.
Sicher ist sicher. So. Ja, es war glitchy. 3 haben wir. Ja, es war weggebackt, ne? Hm. Ah ja, gut. Die mache ich eben noch platt. Und dann gehe ich da zu diesem Turm und baue uns da eine Base. Zwischen Base. So. Mann, Alter, dass sie immer mich trotzdem noch treffen. Okay, sie sind aber auch Scharfschützen. Was war das denn? Da war so ein blauer Effekt. Sollte ich mich davor fürchten? Ich weiß es nicht. Oh, das ist ja von Lava umgeben. Hm. Dann baue ich das Portal einfach hier hin. Auch wenn es vielleicht nicht klug ist. Was soll's? So. Und dann nehmen wir uns das nächste Mal die Festung vor, oder? Los, connecte dich und hindurch. Aber wenn ich mir so angucke, wie viel wir jetzt schon aufgenommen haben, würde ich sagen, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Denn die Motivation ist ja doch schon jetzt echt ein wenig gesunken. Und ich habe schon gemerkt, ne, ich habe das eine Mal auch weitergezockt, obwohl ich übel keinen Bock mehr hatte. Aber keine Ahnung, das war dann irgendwie eine komische Aufnahme, fand ich. Ich will ja schon auch gerne mit Motivation hier rangehen, ne? Ist ja immer noch ein geiles Game. Und nur weil ich hier verzweifle, will ich ja jetzt nicht so eine negative Stimmung verbreiten. Und deswegen machen wir weiter beim nächsten Mal. So, hör damit! Was haben wir da Feines? Ah, hier, Ascheholz. Die Sachen packe ich mal immer direkt schon mal rein, ne? Aegis, Chitin haben wir hier auch. Halt, nee, ein weiter. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall Monsterorgane. Feuer. Aegis, die sind hier. So. Dann Reptilienfleisch. Pilze. Halt. So. Straußenfarn. Knochen. Hier rein. Noch mehr heute, aber warte mal, vielleicht haben wir hier noch welche. Das ist ein Schweif. Gallenbeutel. Ja gut. Wir haben hier noch Marmor. Ey, wie viel wir davon immer finden. Holz. Yggdrasil-Holz einen. Dann hindurch. Nadeln, das sind Pfeilspitzen, die kommen hier rein. Federn. Hier. Knochen. Organe, hier rein. Fleisch. So, Kleinviehfleisch auch gefunden. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hör damit. Und dann die Metalle hier nach unten. Hervorragend. Trophäen kommen hier rein. Monsterfleisch hier unten. Dann habe ich hier noch ein Monsterorgan. Außerdem haben wir Harz gefunden. Ich habe außerdem auf dem Weg hierher ein paar Moltebeeren gesammelt, weil ich gesehen habe, dass die auch schon wieder zur Neige gehen. Augen. Dann hier noch heute. So. Und wir gehen mal kurz in die Mistlands und... Oh, es ist gerade Nacht geworden. Das ist keine gute Idee, ne? Egal. Komm. So. Dann das hier. Hä? Ach ja, na klar. Die waren ja leer, die Wurzeln. So sei es. Oh, die Pilze sind auch fertig. Jetzt aber schnell. Bevor hier irgendein Vieh kommt. Go, 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 go. Los, 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 los. Keine unliebsame Überraschung, bitte. So. Dann haben wir das nämlich auch abgehakt. Dann müssen wir das beim nächsten Mal nicht machen. So. Alles aufgesammelt. Und die hier noch. So. Und dann würde ich sagen, und tschüss. Dann hole ich nochmal fix Trauben. So. Es dauert wieder, ne? Oh, und außerdem ist es so dunkel. Hier könnten wir vielleicht das noch beleuchten, ne? Hm, ich glaube, das schreibe ich mal auf To-Do. Felder, Base, Licht. Schreibe ich mir mal auf. So. Perfekt. Und sind hier irgendwo Trauben? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, hier. Ah, wieder an der gleichen Stelle. Spawnen die immer an der gleichen Stelle. Da oben waren welche, glaube ich. Hier sind noch welche.
Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass es die gleiche Stelle ist, ne? Ja. Das ist ebenfalls gut zu wissen. Weil dann kann man sich ja sozusagen das System... Oh, ist das dunkel. Da sind auch welche. So. Habe ich alles? Ja, ne? Und hier waren, glaube ich, nochmal irgendwie hier oben. Da sind jetzt keine gespawnt. Seltsam. Gut. Aber das war's auch. Also zurück. Perfekt. Dann laufe ich nochmal durchs Lootloch hinunter. Sortiere den ganzen Stuff ein. Aber, warte mal, stopp, bevor ich das tue, nehme ich mir hier nochmal eine Fuhre raus. Oh ja, die haben wir auch gut runtergerockt, ne? Aber dafür haben wir hier jetzt auch richtig viel Refined Eider. Genauso will ich das haben. Ach ja, und die Sachen kann ich auch gleich noch mit runternehmen und einsortieren. So, so, huch. Oh, kein Platz im Inventar. Naja, gut, dann nicht. Dann schmeiße ich die Erze da rein. So. Kohle hier rein. Und die... Oh. Ach so. So natürlich. Und die waren da. So. Sehr gut. Und da lag noch was, ne? Was war das? Kohle. Hä? Konnte ich die gerade nicht stacken? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Dann hier rein. So. Und natürlich das Weichgewebe hier oben. So. Sehr gut. Und dann haben wir das ganze Weichgewebe auf jeden Fall schon mal einen Auftrag gegeben. Und ich schmeiße hier sogar noch eine Fuhre Flachs an. Ach, hier. Und zack. Sehr gut. Restliches Flachs wieder weg. Und dann sortieren wir den Müll ein. Was heißt Müll? Den wertvollen Stuff. Also hier. So. Oh ja, Pilze haben wir wieder ordentlich. Stoffe hier rein. Pilze dort. Ich hoffe, die sortieren sich... Ja, natürlich nichts. Sortiert sich richtig ein. Samen da und Beeren hier. Sehr gut. Und dann, ja, das hätte ich mal eben gerade schon machen können. Nehme ich die mal raus. Und wieder wollte ich vergessen, wir haben ja schon alles vorbereitet für die Belagerung. Nächste Aufnahme, ne? Hervorragend. Und Mana-Tränke, da habe ich nur noch die dicken. Da, das ist der letzte, den wir haben. Dann nehme ich mir mal zwei hier raus. Und hier nochmal zwei raus. Weil Leben können wir bestimmt gut gebrauchen. Und dann geht's nach oben. Wir haben übrigens auch darüber diskutiert, warum beim letzten Mal in der Festung keine Glockenfragmente waren. Und Maria hat gesagt, dass es wohl auch sein kann, dass es nicht bei jeder Festung welche gibt. Weil sie hat jemanden... Ne? Jemand anderes hat auch gesagt, er hat schon so viele Festungen geklärt, aber hat noch nie Glockenfragmente gefunden. Also gut möglich, dass die gar nicht despawned sind und ich trotzdem Trolle verwenden kann, weil das würde ich eigentlich auch gerne wieder machen, weil er war wirklich gut. Und jetzt haben wir den sogar auf Stufe 2. Richtig nice. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und auch gerne ein Kommi, so wie immer. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.